Hallo, kommen wir zu einem weiteren Fehler von Windows 8. Wie man hier unten sehen kann, steht hier auf Windows 8.1 aktualisieren. Jetzt herunterladen. Machen wir das doch mal. Und dann kommt die Meldung. Dieses App kann nicht geöffnet werden. Es gibt ein Problem mit Store, das sich möglicherweise durch Auffrischen des PCs beheben lässt. Ja, das Auffrischen habe ich schon versucht, funktioniert nicht. Vielmehr ist durch das Auffrischen meine ganzen Desktop-Symbole gelöscht worden. Und ich durfte alles von Hand wieder neu installieren. Darunter steht aktualisieren. Da gibt es auch keine Möglichkeit, um diesen Fehler zu beheben. Viel besser wäre es gewesen, wenn man den Store entweder ganz anschalten kann oder ganz ausschalten kann. Und wenn man ihn ganz ausschalten kann, dann ganz aus. Und nicht ein bisschen, noch ein bisschen da und ein bisschen da noch vom Store und ein kleines Teilchen vom Store noch an der Ecke und an der Ecke, sondern ganz aus oder ganz an. Die angebotenen Internetlösungen, um den Store zu reparieren, funktionieren auch alle nicht.